und herzlich willkommen zurück zu The Darkness. Ja, und wir nähern uns so langsam dem Ende. Ich will jetzt nur noch ganz schnell hier ein paar Telefonnummern abtelefonieren. Viele sind es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Und dann begeben wir uns zum Boot, das uns abholen soll und zum Leuchtturm bringt, wo sich Onkel Polly versteckt hat. Hello? Who is this? I can't hear you. Can you please speak louder? Oh, I remember when they built the Vazano Bridge, but my hearing... Anyone there? Hello? Mann, du bist aber auch fies. Lässt die arme Dame einfach auflaufen. Da hätte man auch mal antworten können, Jackie. Hi. This is Mordo. I can't answer the phone, man. I'll be at the Hunters Point Alley if you have some good shit you can sell. Take care, man. Gesundheit. Nein, zu Hunters Point Alley möchte ich bitte nicht nochmal zurück. Oh, da blinkt noch was, da blinkt noch was. Oh mein Gott, fast übersehen. Na gut, dann haben wir noch eine Telefonnummer, die wir verwursten können. Geht doch mal aus dem Weg, du olle Tante, du. Hi, this is... Is it on? Was this button? No, I didn't hear the beat. Das ist natürlich so der klassische Fehler, den man machen kann. Einfach mal das drauf lassen auf dem Anrufbeantworter, was man hier völlig falsch aufgesprochen hat. Aber, naja, wenn er noch nicht mal weiß, wie er das aufsprechen soll oder kann, weiß er wahrscheinlich auch nicht, wie man das wieder löscht. Und hier haben wir wahrscheinlich wieder nur... Ohne Worte eine kleine Ladesequenz, wo er ganz lieblich seine Waffen anschaut. Super. So, jetzt aber auf in den Endspurt. Wir müssen zu dem Boot, das heißt, wir müssen wieder zum Pier 19. Das war ja da hinten. Das ging jetzt auch echt fix. Also, ich hatte das Spiel irgendwie länger im Gedächtnis. Also, ich dachte, es dauert länger. Aber wahrscheinlich, weil ich jetzt schon wirklich wusste, was ich tun muss, ging es dann doch recht fix. Und dadurch, dass ich eben diese ganzen Nebenaufgaben nicht gemacht habe, die auch ein bisschen zeitintensiv sein können, weil man da ja auch ein bisschen hin und her fahren muss, ist das Ganze hier jetzt doch ein bisschen schneller vorbei, als ich dachte. Aber auf diese auf diese Nebenmission habe ich jetzt auch nicht so den Mörderbock, deswegen lassen wir das Ganze einfach mal. Real close. Yeah, real close. But I can feel the darkness twisting. It wants this more than anything. It thrives in the madness. You can feel the coming eclipse, and it's agitated. I'm beginning to lose control. Ach was, alles wird gut. Ich bin aufgeregt. So, da sind wir wieder. Pier 19. Was haben wir denn hier? Whitefish Pool. Annual New York Pool Tournament. Sponsored by Crawler's Digest and Man Beer. 4. bis 6. November. Lower East Side. Whitefish Alley. Ach, lass mal. So, ich hoffe jetzt, dass hier uns keine Gegner mehr über den Weg laufen. Oh. Waren das die Typen, die ich getötet habe? Oh shit. Und da vorne ist... die Bullerei unterwegs. Ich glaube... die versuche ich mal zu ignorieren. Lalala. Ah, hier liegt auch noch einer. Ja, und wie gesagt, also wenn wir jetzt hier in dieses Boot einsteigen,
Oh, dass ich auch schon gerade höre, das kömmelt hier gerade wahrscheinlich an. Ja, da ist er. Das ist dann Ende Gelände, also dann... So, Jackie. Ja, krieg ich mal wieder ein. Dann können wir nicht mehr zurück. Yo, wir sind fix und fertig, mein Freund. I'm ready. Okay, get in. End of story. Except I'm not the one lining up for the last rites. It's my loving Uncle Paulie. He knows the end of the story as well as I do. But he don't like it as much. You know what I say to that? Fuck him. Genau, das ist doch eine gute Einstellung. Jetzt geht's rund. Uhuhu. I seen that stupid little prick shovel a whole mountain of shit onto some good friggin' people. Dealing with dope heads and selling out to the cops. You take Paulie Franchetti out, I'll be right behind you. Ich werde mich an dich erinnern. Also, ganz dunkel, wenn ich das hier überlebe. Und wenn ich Glück habe. Was an dich auf Augen, du Dornes. Ja, ja, krieg dich mal wieder ein. So, wir sind am Leuchtturm angekommen. Paulie's Mansion. You've gone through hell and back twice to get to this moment. Now it's time for Uncle Paulie to pay. For Jenny. Ja, genau, Jenny. Rache! The time of darkness ground. Yo, da will ich immer stark hoffen. So, jetzt brauche ich erstmal die richtige Waffe. Die war doch immer ganz nützlich, weil hier ist nämlich jetzt alles noch ziemlich hell. Hier können wir jetzt die Darkness nicht einsetzen, beziehungsweise nur ganz, ganz kurz einsetzen. Also hier müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Okay. No, shit. Ja. Genau so. Hier sind wir nämlich sehr verletzlich. Okay, und da oben sieht man auch schon die Sonne, wie sich der Mond oder irgendeine Dunkelheit davor schiebt. Das sieht schon ziemlich krass aus. Erinnert mich so ein bisschen an Heroes, wer die Serie kennt. Oh Gott! Jetzt mal ganz flockig bleiben, boah. Do not stop. Nein, hab ich nicht vor. Obwohl ich am liebsten wieder zurückgehen würde. Kill them all, so come. Naja, töten muss ich sie alleine deswegen schon, weil ich ja nicht sterben will. Relinquish all control. Ja, ja, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das irgendwas bringt, wenn wir hier noch die Herzen auffüttern. Weil unser Darkness-Level ist ja jetzt eigentlich ganz voll. Ich habe keine Ahnung. Aber schaden kann es ja auch nicht. Na? Ich nehme mal alles mit, was ich kriegen kann hier. So, und jetzt ist es auch dementsprechend dunkel, sodass wir hier ganz entspannt, na, oder auch weniger entspannt hier durch können. Ich baller jetzt einfach mal auf alles, was hier läuft. Na toll, ihr seid ja eine prächtige Hilfe. Schatir! Jetzt mach doch mal hinne, Mann! Ah, dieser Darkling ist so nützlich wie ein Tropf. Ja doch, er hat jetzt, glaube ich, einen getötet. Wahnsinn. Feed me. Your thoughts will be
Na gut, je mehr wir killen, umso mehr wird die Darkness uns einnehmen. Aber egal, wir wollen Rache für Jenny. Da kennen wir nichts. Ja, und dieser letzte Abschnitt ist jetzt halt ein reines Massaker. Wow! Holla, die Weiße! Hey, bleib liegen! Na, du? Immer schön in die Kniescheiben. Ich verballer jetzt alles an Munition, was ich habe. Da darf man jetzt nicht wählerisch sein. Ja, wunderbar. Also dieser Kamikaze-Typ ist immer noch am hilfreichsten, wenn er zumindest nah an die rankommt. Wow. Na. Na, ist das lecker? Ist das feini fein? So, holla, holla, holla. Jetzt mal ganz vorsichtig. Das Gute ist, dass hier so viele Speicherpunkte auf dem Weg sind. Das ist ganz toll. Dankeschön. Ich mag diese Kamikaze-Typen. Komm, hau rein. Mach sie alle. Ja! Yeah! Komm schon! Give me my power. Okay, nächster Speicherpunkt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich finde ja diese... Was ein Schwätzbrett hier, Mann! So, ich hätte nur gerne diese 300 Herzen voll irgendwie. Warum auch immer. Ich glaube, das gibt auch nochmal ein Accomplishment, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, wusste ich's doch. So, ja, und was ich eigentlich sagen wollte, diese Sonne, finde ich, sieht einfach so ultra krass aus. Richtig genial. So, okay. Und jetzt, zählt's. Wir sind am Haus, wir müssen da rein. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. So, jetzt aber, schnell rein. Komm weg mit euch. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Ja, nicht großartig irgendwo aufhalten, sondern erstmal hier so ein bisschen rum. Wir haben jetzt hier leider auch ein paar Lichter angetackert. So, wir müssen jetzt nur gucken, dass ich diese Typen hier loswerde. Weil man kann zwar auch da unten versauern, aber da kommen immer wieder neue Gegner. Deswegen so schnell wie möglich hier hoch. Wow. Und dann so schnell wie möglich da rein. Schon, oh, nachladen ist jetzt uncool. Hey, okay, da hinten ist noch einer. Schon. Ah, verdammt. Ich muss das schwarze Loch hier nochmal
ein bisschen benutzen, damit die alle hier tot umfallen. Ja, sieht gut aus. Ja, ja, super, super. Das ist genau der Weg, den ich brauche. Jetzt schnell, schnell rein, schnell rein, schnell rein. Komm schon, lauf. Yes! Ja! We did it! My dumb cracky has well prophesied. I grow strong upon you, Jackie. Show me what you can do with my powers. Das passiert hier jetzt alles relativ automatisch. Kann mich hier nur so ein bisschen bewegen. Wow. Okay, jetzt kann ich mich endlich wieder richtig bewegen. Wie gesagt, das war jetzt alles hier so mehr oder weniger automatisch abgelaufen. Also ich habe hier jetzt gar nichts Großartiges gemacht. Hallo, Freunde. Boah, so viele. Oh,